Welcome to Mr. Hilo. Der Witzer Theodor Juli ist mir beigetreten. Sie, Sherry. So, lieferung liegt hier. Guck mal, siehst du das eigentlich, was wir jetzt für krass. Also für Handelsbund sind wir quasi besser nicht ausgestattet. Wir haben sogar eine blaue Flagge. Was? Wir sind so richtige Handelsbund-Typis gerade. Weil der Teppich ist handelsbundmäßig. So, wo müssen wir hin? Weil das liegt jetzt halt echt so auf dem Weg, da können wir nichts machen. Oder? Also da müssen wir doch hin, oder? Wie weit denn? Oh. Die Kiste ist wahrscheinlich unter Wasser. Ja, sehe ich auch gerade. Ne, ich sehe sie. Wo ist sie? Sie liegt hier oben. Bist du da? Gleich. Ich habe auch eine Kanone für die Kiste. Ich sehe es an. So, hier zwischendurch. Nachthappen. Okay, ich hab. Wow! Ich hab grad ganz schön viele Trophäen gekriegt. Ich sehe Vögel. Ja, Donnerbomben muss ich vielleicht auch nehmen. Da ist die Mission. Auch was drin? Schlüssel? Das ist der Schlüssel, das ist wichtig, aber. Rechts von uns Vögel. Wo? Nah dran, weit? Ich sehe sie ziemlich nicht. Direkt vor uns. Direkt vor uns? Ja, ein bisschen langsamer werden. Okay. Warte, lass mich das schnell vielleicht in die Luft schießen oder holst du einfach das Zeug raus? Ich hol einfach schnell die Base. Okay, was ist hier noch? 8 Kanonenkugeln, die nehme ich jetzt einfach an. Ich glaube, das ist aber was anderes, wir haben jetzt hier nicht drin. Ich glaube auch. Theoretisch, da wo diese, ich weiß nicht, ob die bei dir auch so ist, so eine grünliche Wolke ist. Ja, die ist bei mir auch. Da ist der Außenposten. Stimmt, Golden Sands wird nicht mehr angezeigt. Ja, stimmt. Also Sanctuary, zumindest nicht als Golden Sands. Stimmt. Vielleicht ist das irgendwas Bestimmtes. Ja. Wir werden sehen. Die Wealthy Witch. Ich muss den Schlüssel mitbringen. Das machen wir. Finde. Captain! Einer der geilsten Gefühle, wenn man irgendwie so einem Schiff hinterher schwimmt. Und man dann runtertaucht eigentlich in dieses blaue Wasser, man eigentlich nicht sieht. Und dann auf einmal, ist da so ein Schiff, ja. Das ist schon irgendwie cool. Ist richtig gut gemacht eigentlich. Ja. Da, aufgeschlossen, oh ja. Vor allem dann noch so leicht episch so, du hast noch diesen Lichteffekt und siehst, dann kommst dann langsam in das Dunkle rein. Am Anfang schon sehr... Ich lass wieder alles hochgleiten, gell. Creepy, jo. Wow, hier sind... Die Viecher. Mermaids. Aua. Yo, what the fuck, Alter. Yo. Man. Ich bin tot. Ich sag's eher, ich bin tot.
Ich kann, geh schnell zurück. Du musst da unten in die. Oh, fuck. Alter, wieso sind da so Viecher? Ja, es ist öfters mal, dass über die verschlungenen Schiffe sind. Mannig, würde ich mal sagen. Zwei Sachen habe ich schon hochgeholt. Ich habe eine Kiste hochgeholt. Aber wir haben eh noch nicht das Logbuch. Hat jetzt auch nicht ausgesehen, als wenn jetzt dann Dude vorbeifährt. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, die meiden eventuell sogar Cold Designs. Hallo. Hallo. Jetzt hab ich dich doppelt gehört. Hast du mich auch doppelt gehört, gell? Ja. Hier ist der Captain Boy. Ja, da oben. Normalerweise ist der eigentlich auch immer oben. Au, oh, fuck, der. Was? Ich hab das Ding jetzt nicht aufgejagt. Alter! Ja, ich hatte keine Lust da. Ich wusste, was passiert, wenn ich das da stehen lasse. Ich hab zwar jetzt kein Damage oder so, doch, ich hab ein bisschen Damage bekommen. Echt? Oh, krass. Ich werde nur wahrscheinlich gleich sterben. Kannst du auftauchen, mach ich weiter. Ich bin auf die Seite. Der ist ein High. Hört nicht mehr auf, sagt er, das Schiff ist schon fast leer. Ja, da ist was, schau mal. Das Logbuch haben wir auch, glaube ich, immer noch nicht. Nee, ich habe noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß, wo er ist. Oben am Steuer, oder? Nee. Ah, nee, ich sehe ihn, dann haben wir ihn. Ich hab's gerade. Wenn du rein und raus gehst, sieht man ihn eigentlich relativ easy. Ja, ich glaube, sie wollte gerade sagen, hab's gerade gesehen. Irgendwie interessiert es mich schon, aber irgendwie habe ich auch Angst, dass wir dann da ganz schlimm aufs Maul kriegen. Ja, deswegen verkaufen wir. Irgendwann werde ich Depp natürlich aber auch runterfallen vom Boot. Wahrscheinlich, ne? Ja, ab in den Brunnen. Ich fahre da jetzt einfach rein. Oh wow, wir sind so doof. Wir hätten die ganze Zeit eigentlich bloß springen müssen und F drücken, dann hätten wir uns an die Kanone geworbt. Chillig. So sind wenn wir. Wenn der Satz bei mir jetzt funktioniert. Das einmal auswählst, kommt immer das gleiche Lied. Außenposten Golden Sands. Hallo? Speed rausnehmen. Hallo? Wow, da ist er. Hallo? Ist hier jemand? Digga, das ist echt voll gruselig. Ja, voll. Das ist sau gruselig, Alter. What the fuck? Was ist das? Was ist hier passiert? Dann legen wir mal an. Ja. Du musst Anker reinmachen. Ich will am Hafen anlegen. Ach so. Hier ist echt ein Piratenmann. Keine Hafe, ja. Oh, stimmt. Digga, was ist hier passiert? Ich geh da hin. Ich spring da drauf. Hallo? Hallo? Ist irgendjemand da? Hier steht ein Zettel und Gräber. Wenn doch nicht alle umgebracht haben. Oh, was ist hier passiert, Mann? Lager der Schiffbrüchigen.
Golden Sands war so schön. Alter, die wurden richtig angegriffen, Mann. Was ist hier passiert? Hallo? Ist hier jemand in der Taverne? Oh. Achso, das ist der Typ da. Aber das Skelett haben sie nicht freigelassen. What the fuck? Aha, okay. Oh, meine Fresse, warum stehst du hinter mir, Digga? What the fuck? Warte. Schauen wir, ob das geht. Ja, dieses Lied spielen. Ja. Was muss man da spielen? Geht irgendwie nicht. Alter, untersuchen, warte mal. Das ist der Piratencode. Leider nicht lesen, was die Gute da hingeschrieben hat. Ja, ich auch nicht. Aber anscheinend haben sie alle ihre Pforten dicht gemacht, so. Oder sie wissen es noch nicht, was los ist. Wie gesagt, schauen wir halt mal zum King, vielleicht weiß der was. Wo müssen wir dafür hin? Zu irgendeinem Außenposten. Markieren. Warte, wo ich hin muss. Theoretisch Richtung Norden. Das ist eine geile Area hier.